Hände richtig waschen. 6 effektive Hygienetipps für die Praxis. 1. Wassermarsch. Halten Sie Ihre Hände unter fließendes Wasser und machen Sie diese ordentlich nass. Die ideale Temperatur sollte so warm wie nötig, aber so niedrig wie möglich sein. Denn zu heißes Wasser schädigt die Haut und trocknet diese aus. 2. Seife aufschäumen. Schäumen Sie etwas Seife zwischen den feuchten Handflächen zu Schaum auf. Übrigens, zu viel Seife schadet zwar nicht, macht die Hände aber auch nicht sauberer. 3. Richtig einseifen. Seifen Sie Ihre Hände gründlich in kreisenden Bewegungen und mit leichtem Druck an den Handinnenflächen und auf dem Handrücken ein. Vergessen Sie dabei nicht Ihre Fingerzwischenräume, Ihre Fingerspitzen und Ihre Fingernägel. Wichtig! Nehmen Sie sich für diesen Reinigungsvorgang mindestens 20 bis 30 Sekunden Zeit. So entfernen Sie Keime und Bakterien sorgfältig. 4. Gründlich abspülen. Spülen Sie den Schaum gründlich und vollständig ab. Übrigens, dass Händewaschen ohne Seife nichts bringt, ist ein Mythos. Aber Waschen ohne Seife ist weniger effektiv. Haben Sie nur die Möglichkeit, ohne Seife zu waschen, dann halten Sie Ihre Hände für mindestens 30 Sekunden unter fließendes, warmes Wasser. 5. Sorgfältig abtrocknen. Trocknen Sie Ihre Hände gründlich ab. Am Ende sollte kein Bereich mehr feucht sein. Ein Tipp an dieser Stelle: Verzichten Sie auf das Abrubbeln Ihrer Hände, da dies Ihre Haut schädigen kann. Tupfen Sie sie stattdessen lieber ab. 6. Und hier noch ein kleiner Zusatztipp. Wenn Sie sich in öffentlichen Waschräumen die Hände waschen, schließen Sie den Wasserhahn am besten mit dem Ellbogen und benutzen Sie einmal Handtücher zum Abtrocknen Ihrer Hände. Öffnen Sie die Tür des Waschraums ebenfalls mit einem Einmalhandtuch und werfen Sie dieses anschließend in den Abfalleimer. So halten Sie Ihre frisch gereinigten Hände sauber.